Ja, gut, das hätten wir. Aber Asuka, was soll ich jetzt für dich machen? Soll ich dir einen neuen Massagestab kaufen? Mann, was habe ich eigentlich immer zu mit dem verdammten Massagestab? Machen wir weiter. Asuka? Zahltag für Ray. It's my handsome handyman. Ja. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called. Was ist das, Asuka? You know, I know I've been a naughty girl, but I really need to pee, okay? It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Ah ja. Okay, wir sollen Ray treffen und dazu sollen wir uns ziemlich beeilen. Wir haben 3 Minuten? Ja, wir sollen uns ziemlich beeilen, alles klar. Aber mal ganz nebenbei, was machen die da eigentlich die ganze Zeit, Asuka und Maria? Also, ja, Asuka sieht so ein bisschen... Wie drücke ich das jetzt mal gesittet und freundlich aus? Ja, Asuka sieht so aus, als wäre sie so ganz langsam zum anderen Ufer rübergeschwommen, würde ich mal sagen. So, da wären wir. Dafür hatten wir jetzt 3 Minuten oder haben wir für die ganze Mission 3 Minuten? Hallo? Get to the phone in West Belleville Park. Okay. Wir sollen zum Telefon zum West Belleville Park gehen. Oh, scheiße. Ja, ja, ist ja gut. Ich dachte, seid ihr gewohnt, dass ihr hier angefahren werdet. Und mal guckt euch einmal an, wie die anderen fahren. Die fahren doch schlimmer als, ups, ich. Naja, nicht alle, aber viele. Ja, anscheinend gibt es ja echt keine Sentinels in, ups, Portland. Ist das hier, wo ich hin muss? Wo ist denn der? Der ist hier, oder? Wo ist der? Er ist über mir, oder? Oh Gott. Das hasse ich. Das hasse ich. Wenn es so oben und unten gibt. Und das gibt es auch ganz, ganz viel in Shoreside Vale. Und es wird halt nicht angezeigt, wo oben und wo unten ist. Dann verzieh dich, ich hab's eilig. Was ist das für eine Aufgabe? Sie soll hier Telefone abfahren, hallo? Ich bin Gangster, kein Telekom-Angestellter, okay? Okay, zum nächsten Telefon. Wir haben ja anscheinend auch nichts Besseres mit unserer Zeit anzufangen. Uah. Liberty Camp... Ist es das? Nee, ist es nicht. Liberty Campus. Oh, oh, wow, wow, wow. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit dafür. Mann, ich weiß nicht, wo die Telefone sind. Hier ist noch eines. Uhalala. Und nu? Alter, kannst du mich nicht direkt zum letzten Telefon schicken, du Affe? Mein Gott. Okay, wir haben auch noch 1 Minute. Ich hoffe mal, dass es jetzt bald das letzte Telefon ist. Wie auch immer er einzeln zu diesen ganzen Telefonstellen anruft. Aber gut, er ist Polizist oder sowas ähnliches. Demnach wird er wahrscheinlich wissen, wie das geht. Und vor allem auch wissen, was er tut. Oh, verpiss dich. Mann, verzieh dich doch. Alter, du Zumpe. Geh mir nicht auf den Sack. So. Was? Die Zeit läuft ja immer noch ab. Nee, läuft sie doch nicht mehr. Wollte gerade sagen. Vector. Ich soll ihn in der Toilette treffen. Im Belleville Park. Bist du sicher, dass du ein seriöser Polizist bist? Was willst du in der Toilette von mir? Will ich da rein? Ich bin von der Yakuza, also mach keinen Mist, Kumpel. Da soll ich rein, oder was? Ist das denn dein Büro, oder? Hallo? You must be Azuka's new errand boy.
You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer, but I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Ja. Okay. Alles klar. Du meintest, ob ich mich darüber wundern würde, dass du ein korrupter Cop bist? Nein, darüber wundere ich mich nicht. Ich wundere mich eher darüber, warum du dich in einer öffentlichen Toilette versteckst. Naja, wenigstens hast du dich für die Männertoilette entschieden und nicht, Asuka hat noch eine Aufgabe für uns. Ich würde mal sagen, gehen wir zuerst wieder dorthin, bevor noch was Merkwürdigeres passiert. Ich weiß nicht, ob ich dem Typen trauen soll. Nehmen wir mal einen Blister. Die sind zwar nicht schön, die Autos, aber wir haben gerade nichts anderes. Aber wir haben schon mächtig viele Arbeitgeber. Wir haben mittlerweile King Courtney, wir haben Ray, wir haben Asuka, wir haben Kenji. Da sind schon einige. Und ja, hier in Staunton Island, hier ist sehr viel Infernos. Hier ist sehr viel los. Raus da. Aber wie kann sich jemand wie du ein Infernus leisten? Du hast das Auto mit Sicherheit doch auch geklaut, oder? Ah, was wollte ich gerade sagen? Ja, hier in Staunton Island, zum einen sieht hier alles ein bisschen schicker aus, finde ich zumindest. Mein Gott, ich habe Vorfahrt. Und zum anderen, hier ist auch alles größer. Deswegen, ich finde Staunton Island um einiges schöner als... Oh, lolop. Das war ein Irrsinn-Stunt. Dreifacher sogar, Gott. Hey, geil. Dafür ist mein Infernus leider so ein bisschen... Ich würde es mal als vorübergehend fahruntauglich bezeichnen. Und damit meine ich nicht nur, dass er auf dem Dach liegt. Gut. Wir haben hier noch genug Yakuza-Fahrzeuge. Gehen wir erstmal wieder zu Asuka und gucken, was sie jetzt noch von uns möchte. V-Man, V-Man, Tanner. Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Make him bleed, alles klar. Ihr seid einkaufen? Was kauft ihr denn? Ein Massagestab? Okay, halt die Schnauze, verdammt. Ah. So. Der V-Man Tanner. Wir sollen uns vorknöpfen. Tun wir das doch mal. Wobei ich auch momentan so ein bisschen das Gefühl, als ob... Oh, nein. Als ob die Aufgaben hier in Staunton Island einfacher sind als die in Portland. Oder das ist nur so ein bisschen das Intro, um die Gegend kennenzulernen. Ich hoffe ja mal, dass es so ist. Ansonsten wäre das echt ein bisschen merkwürdig. Ich hatte die Aufgaben hier eigentlich schwieriger in Erinnerung. Und die mit Salvatore hatte ich irgendwie leichter in Erinnerung. Aber gut, man kann sich halt auch mal irren. Aber ich kenne mich hier kaum mehr aus. Ich habe gerade eben überlegt, wo hier denn... Ach, da muss ich hin. Wo hier denn so Pakete sind. Und mir fallen kaum noch Pakete ein. Und mir fehlen noch so viele. Oder Amokläufe. Moment mal. Ich muss ihn... Ah ja, alles klar. Ach, da habe ich das falsche Auto für. Ach du heilige Schande! Boah, ja, ich glaub's auch. Ja. Alter, normalerweise sind die Polizisten hier so Schweine... Was? Wie hast du mich denn verhaftet? Ich sitze noch im Auto. Was war das denn gerade für eine Geschichte? Das hat ja keine 30 Sekunden gedauert. Normalerweise sind die Cops hier so schweinedoof. Aber innerhalb von 10 Sekunden können die hier SWAT und Helikopter und was weiß ich denn alles mobilisieren. Arschlöcher, ich habe schon wieder keine Waffen. Mann, bin ich so schlecht oder ist das Spiel so heftig? Oder bist du so dumm? Mein Gott. Oh shit, die schlägt zurück. Weg hier.
Alter, verpiss dich mit deinen Einkaufstüten! Alte, dreckige Schaluppe! Ja, ist ja gut. Ist jemand noch hinter mir her? Oh, was habe ich denn getan? Gut, ich habe dir ins Gesicht geschlagen, aber was soll das? Jetzt haben wir schon wieder nichts. Das kotzt so ein bisschen. Da ist ein Paket da oben, das möchte ich haben. Ich habe keine Waffen, wie komme ich da rein? Oh, na, ich kann nicht mal ein Auto klauen. Was soll das denn? Oh nein, doch nicht in diese Richtung. Schande. Ey, stell die Musik ab. Stell sofort die Musik ab. Oder es passiert irgendwas ganz Schlimmes. So. Aber nee, ich habe ernsthaft das Gefühl, ich glaube, es liegt echt an der Kommentierung. Dass ich mich dabei nicht konzentrieren kann oder was weiß ich. Denn das kann ja nicht sein, dass... Na du? Weil... Ja, er kann durch die Scheibe schlagen, natürlich. Kann ich das auch? Boom. Hier, komm hier. Hier, Glassfight, Glassfight. Glassfight, mein Freund, hier, Glassfight. Ach, komm, leck mich. Ich glaube, es liegt echt an der Kommentierung. Wenn ich alleine spiele, bin ich niemals so schlecht wie... Was ist das hier eigentlich? Ich dachte, das wäre so ein Fitnessstudio, aber falls ja, dann würde ich mal sagen, ihr seid jetzt noch nicht so gut vorbereitet auf die ersten Kunden, Leute. Ich könnte schwören, das war ein Fitnessstudio, oder das ist hier irgendwo anders. Auch wenn es ein Autohaus ist, dann seid ihr irgendwie genauso schlecht vorbereitet. Naja. Polizist, hau ab. Danke. Oh. Zumindest haben wir ein Paket mehr und das kann uns keiner mehr nehmen. Ehrlich, ich will am Ende des Spiels eigentlich gar nicht in die Statistik gucken, wie oft ich verhaftet wurde. Das ist ja schon übel. Aber waren die ersten Aufgaben so leicht und mittlerweile bin ich nur noch am Sterben. Am Sterben oder ich werde verhaftet. Und zwar auf Arten und Weisen verhaftet, bei denen ich noch nicht mal wusste, dass man auf diese Art und Weise verhaftet werden kann. Ich saß noch im Auto, gut, die Tür war offen, aber was hat der gemacht? Hat er von weitem seinen Arm um meinen Hals gelegt? Im Auto von auf telekinesische Art und Weise oder... Wie auch immer ich hier gerade ausgestiegen bin. Gut, machen wir es noch einmal. Habe ich nicht eben noch gesagt, die Aufgaben von Asuka sind zu leicht? Ich sollte einfach mal meine Klappe halten, glaube ich. Uiuiuiuiui. Ich brauche aber ein anderes Auto. Ich kann den Yakuza-Wagen so lange benutzen, bis ich was Solides finde. Der ist hier immer noch hinter mir, ja. Aber ich glaube, entweder ich sollte mal zur Ammunition. Lohnt sich das? Ich glaube halt nicht. Bis dann habe ich... Ach komm, geh doch weg. Bis dann bin ich meine Waffen ohnehin wieder los. Oder ich brauche ein sehr starkes Fahrzeug. Das ist mal sehr solide. Geht nicht schnell kaputt. Kippt nicht schnell um. Eigentlich gar nichts von den Fahrzeugen, die es hier gibt. Nein, überhaupt gar nichts. Ey, da suchst du mal eine gute Karre und dann fährt die nur Mist durch die. Moment mal. Ah nee, der ist zu langsam. Ja, der ist nicht wendig genug. Aber ich glaube, in dem Fall hier kann man echt einen Rumpo verwenden. Claude. Danke, Claude. Aus da. So. Ja, schreit doch nicht so. Ich will nur ein Auto haben. Hier fährt aber echt nur Dreck rum. Kann das sein? Wobei, was für ein Auto hätte ich mir denn gewünscht? Mir fällt auch gerade keins ein. Polizeiauto wäre echt nicht schlecht. Oder Kuruma. Ja, da wäre gerade ein Kuruma gewesen. Aber jetzt habe ich schon mein Auto. Das ist das Auto, in das er einsteigt. Kann ich das nicht irgendwie blockieren? Police? Whatever. Aber nee, das wäre auch wieder Betrug. Ich versuch's erst noch. Erst nochmal auf die. Ich sagen wir erstmal faire Art und Weise. Stellen wir uns hier rein. Warten, bis der V-Man Tanner kommt.
Und jetzt machen wir ihm den Gar aus. Mit dem Rumpo sollte das doch gehen, oder? Boah, ialala, appa, ialala. Wow, 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 wow. Schande mio, ey. Aber ich glaube, er kann nicht flüchten. Also, er wird immer angezeigt. Das Einzige, was wir können, ist halt vorher verhaftet werden oder sterben. Und das sind wir mittlerweile ohnehin schon gewohnt, deswegen kann uns jetzt nicht so viel passieren. Oh mein Gott. Ja. Ich hoffe echt, dass der kein festes Ziel hat. Aber mit dem Rumpo kriege ich sein Auto irgendwie gar nicht kaputt. Und ich muss einfach vor ihm fahren oder neben ihm und dann hoffen, dass die Polizei den Rest erledigt. Sag mal, was macht ihr da eigentlich? Ihr Kaputten. Nein, 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 ich will nicht wieder verhaftet werden. Nein, 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 nein. Los, weg hier. Los, weg hier. Du, ich krieg dich schon noch, Kumpel. Ich krieg dich schon noch. Dank der Polizeimission wissen wir mittlerweile, dass die Polizei uns auch gut dabei helfen kann, jemanden zur Strecke zu bringen. Uah. Oh, ey, der Rumpo. Ey, steig doch aus. Steig doch aus, Mann. Himmel, Arsch und Zwirn. Fuck it. Fuck it. Fuck it so hard, Alter. Meine Güte. Ja, ja, genau so. Und weiter geht's. Aha, mach die Musik aus. Er ist aber schnell. Aber er kann... Mach die Tür zu. Danke. Uhalala. Aber er kann uns anscheinend nicht entkommen. Er wird immer auf der Karte angezeigt. Uah. Die Feuerwehr, die wäre nicht schlecht. Da ist er doch. Ey, der hat kaum Schaden genommen, der Typ. Boah, leck mich. Er hat kaum Schaden genommen. Aber 4 Sterne sind schon nicht so freundlich. Da ist die Polizei schon richtig übel heftig. Egal, dich krieg ich, du Sau. Dich krieg ich. Dich krieg ich. Dich kriege ich. Ich lasse dich auch an deiner eigenen Motorhaube sterben. Mein Freund hier. Aber was fährt der? Der fährt ein Esperanto, oder? Oh, 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 oh. Wie kann ein Esperanto so unglaublich heftig sein? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin noch nicht tot. Ihr könnt mich alle. Ich bin noch nicht tot. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Ich kann mir gleich wieder ein neues Auto suchen. Was soll das? Oh Gott. So ein Auto hätte ich gerne, aber ich glaube, das kriege ich jetzt nicht. Shit. 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 Boah. Ich glaube, ich muss hier gleich wieder raus. Auto, das geht schon fast in die Luft. Boah. Scheiße. Oh, das nächste Auto. Gib mir dein... Gib mir... Oh, oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gib mir dein Landstalker. Besser Landstalker als gar nichts. Oh Gott. Ey, das ist mal eine geile Aufgabe. Sowas liebe ich ja. So totales Gewirre. Obwohl der Landstalker jetzt nicht die beste Karre für das ist, was ich hier vorhabe. Aber wir haben ja unendlich viel Zeit. Demnach kann uns ja nicht so viel... Boah. Kann uns ja nicht so viel passieren. Schande. Aber die sind heftig. Ja, ey Leute, ich könnte einfach ins Paint Spray fahren. Aber A, ich weiß nicht, wo es ist. B, es ist total langweilig. Und C, ich werde mit Sicherheit auch irgendwo noch einen Anti-Polizei-Stern finden. Auch wenn ich mittlerweile 3 Stück davon bräuchte, damit es wieder so einigermaßen ertragbar ist. Oh, ich hasse es. Ich weiß nicht mal, wo... Oh, mein Taxe! Ich weiß nicht mal, wo einer ist. Mein Gott. SWAT. Ich sehe den Typen nicht mal. Oh, oh, Schande. Nicht brennen, nicht brennen, nicht brennen, nicht brennen, nicht brennen. Da ist er. Nicht brennen. Ist das Auto leer? Ist es leer? Siegers! Jetzt habe ich ein solides Auto. So, jetzt pass auf, Kumpel. Jetzt hast du ein kleines Problemchen. Oh, Schande. Oh Gott. Nein!
Nein, ich will nicht sterben. Raus da. Ah. Mein Gott. Nimmt das denn kein Ende hier? Ey, die Aufgabe, die ist mal geil. Mann, ich war doch vor rund einer Stunde selber noch LCPD. Wie könnt ihr mir das antun, ihr Schweine? Aber ich weiß doch gerade nicht, wo auswendig so ein... Also ich weiß gerade nicht, wo ein... Oh, heftig. Wo ein... Ah, ne, der Nadisch geht mir am Arsch vorbei. Wo ein Anti-Polizeistern ist. Doch, ich weiß, wo einer ist, weiß ich. Und ich glaube, den hole ich mir jetzt auch. Ohne Witz, den hole ich mir jetzt auch. Den hole ich mir jetzt, scheißegal. Ich habe sonst keine Chance. Auch wenn der Typ gerade hinter mir herfährt aus irgendeinem Grund, aber nee. Boah! Weg da! Meine Fresse! Boah! Nein! Oh, ah, scheiße! Meine Fresse! Alter, das wäre so cool gewesen, wenn ich das noch gepackt hätte. Aber ja, Leute, ihr seht, ich bin schon wieder tot, also. Nee, die Aufgabe mache ich noch. Aber ich sollte weniger rumspielen. Ich gucke mir jetzt von Anfang an gleich mal ein Taxi. Taxi ist hart. Taxi ist solide. Taxi ist gleich weg.